Ich glaube, heute ist Hof ein bisschen Wetter. Absolut. Willkommen bei uns auf dem Neuhof. Es muss jetzt aber auch nicht so sein, dass wir jetzt gerade nervös sein müssen und es von Anfang an müssen auf den Punkt bringen. Angst. Angst? Das ist der schlechteste Begleiter bei so einem Podcast. Wenn wir nämlich anfangen, schaue ich direkt dort in die Kamera und begrüße die daheim mal einmal mehr zum Ofenbänkli. Und jetzt ist etwas anderes als letztes Mal. Ihr seht nämlich, wer wir sind. Das ist die zweite Episode Ofenbänkli mit Kamera, wo man auch sieht, wer wirklich davor hockt. Das verdanken wir im Simu. Simu's Farm Production. Das ist ganz ein cooler Typ, der jetzt hinter der Kamera steht und nicht will gefilmt werden, obwohl er sehr gerne filmt. Er hat ein bisschen Mitleid mit unseren Aufnahmen letztes Mal, weil wir auch ein bisschen überfordert waren und der GoPro definitiv nicht geht für so eine Superview und Zoom und was auch immer. Doch Superview hat sie, aber Zoomen kann sie schlecht. Auf jeden Fall haben wir jetzt gute Qualität, hoffe ich zumindest. Und sitzen auch jetzt. Simi, hast du gemerkt? Das ist das andere Neue. Genau, wir sitzen jetzt auf Schofwell. Zugeschnitten extra. Ein Schweizer Schofwell von der Firma Wollreich im Haslital von Meiringen. Sie haben uns die Schofwelle so zugeschnitten, dass wir keine kalten Vögel haben. Euch vielen Dank für das. Und dann, was müssen wir oder wollen wir noch sagen, bevor wir einsetzen in unseren zweiten Podcast? Wir schauen mal auf dein Blöckchen dort. Ja, auf meinem schlauen Blöckchen. Wo sind wir überhaupt? Das ist immer das Gleiche. Man bespricht ja vorher, ja, wir gehen jetzt das aufnehmen. Und nachher, ja, jetzt, wenn wir auf die Uhr schauen, ist jetzt 4 Uhr und dann haben wir eigentlich gedacht, sind wir schon lange fertig. Aber diesmal sieht man eben, Es ist nicht so einfach. Wir haben es ein bisschen überschätzt. Aber eben, fertig geschnurrt. Ich schaue nochmal auf mein schlau Blöckchen. Ja, ganz schön aufgeschrieben. Und das sagt jetzt, wir begrüßen unseren Gast am heutigen Tag. Der hat es im Intro schon gesehen, wo wir sind. Wir dürfen heute sein beim Stefan und der Claudia Herzog hier zu Möhli auf dem Neuhof. Und das freut uns sehr. Danke vielmals, Stefan, dass du Zeit nimmst für uns. Und will dir gerade mal das Wort übergeben und dir gerade mal zuerst, ja, mit was fangen wir eigentlich genau an, Simi? Komm. Haben wir mal mit der Rüble anfangen wollen? Ist ja. Das mal ein neuer Punkt gewesen? Ja, genau. Also, dir hast du jetzt ja schon vorgestellt. Und jetzt wird die erste Rubrik in unserem Podcast ist eigentlich immer das Lieblingsprodukt. Stefan, und dann darfst du dein Lieblingsprodukt gerade mal als erstes uns vorstellen. Weil das nimmt dich nämlich Wunder, du machst schon viel Rüble. Jawohl, herzlichen Dank. Ihr dürft mich als Gast vorstellen, aber ihr seid ja bei uns auf dem Hof als Gast. Entschuldigung. Was mich natürlich auch freut, oder, dass wir hier so ein Projekt machen können. Und ich bin da sehr zuversichtlich mit der ganzen Infrastruktur, die man hierher geschleicht hat und aufgestellt hat, dass das wirklich gut kommt. Ich habe schon so Sachen ein bisschen mitgemacht, ohne Tonaufnahme, aber nein, es macht mir sehr guten Eindruck. Und Frau zum meinem liebsten Produkt, ja, das ist das Rüebli, oder? Ja, aber Rüebli, für die meisten Leute ist das orange. Die einen kennen vielleicht noch ein bisschen Räli, aber der, wo im Grossverteiler dort einkaufen, der kennt eigentlich nicht viele andere Farben. Weil Rüebli ein Produkt ist, das mich schon immer ein bisschen begleitet hat auf meiner beruflichen Laufbahn, auch als ich noch nicht selbstständig war, habe ich dort immer ein bisschen Verbindung dazu, habe Freude bekommen. Und dann mit der Selbstständigkeit habe ich das Gefühl, ja, also da jetzt noch mehr, also mit den orangen Rüebli, das 0815, wieso nicht das probieren? Ich bin ja ein kleinerer Betrieb und kann und will von dem her nicht mit der grossen mithalten, weder preislich, weder Menge her. Und das gibt es da Besseres, wie irgendein Nischenprodukt können anzubieten, wo eben die anderen dann nicht können. Also das ist ein Rüebli, du hast wie viele Farben von deinen Rüebli? 9 verschiedene Farben Rüebli, wenn man die gewöhnlichen dazu mitnimmt. Aber jetzt die 9 Farben, da sieht man gerade, was wir jetzt vergessen haben, Leute. Das Rüebli. Genau, wir wollten ja jetzt eigentlich ein Rüebli essen. Simi, du musst jetzt irgendwie ein Rüebli bringen. Und der Stefan bleibt einfach sitzen. Stefan, wo hast du die Rüebli? Da machen wir jetzt gerade eine Improvisation. Da haben wir jetzt halt den ersten kleinen Fehler drin. Aber das ja, zeigen das wir euch einfach, wie es ist. Kann ich mir jetzt auch nicht mehr machen. Ja, wo kann er die? Also, der kann im Kühler rein, kann er dort holen. Die Farbe, Simi, die dir am besten gefällt, kannst du eins bringen, dass wir eins reinbeissen können.
Jetzt ist er irgendwie auf Abwärten, hat sich dort mit den Alpenkass beschäftigt. Warum kommt er jetzt? Was macht er jetzt? Er will nicht. Klar, die Kamera steht im Weg. Und er will rundum, aber das Tor, das er durch wollte, ist jetzt zu. Er muss halt die ganze Schüre nur durchkehren. Aber ein bisschen Sport ist gut und das kommt schon gut. Also, das Gute da ist jetzt, dann können wir uns eigentlich gerade dem nächsten Thema widmen. Ja. Und zwar das nächste Thema hockt hier hinten dran und hat gesehen, was für eine tolle Kulisse wir heute haben. Das ist eigentlich auch das, warum Simi und ich die Idee hatten mit dem Ofenbänkel, dass wir das neu anstellen, wo es dann auch wirkt. Und heute kommt es zum Tragen. Hier hinten dran die Alpakas. Und eins ist, glaube ich, noch ein Einkreuz, gell? Jawohl, der Popcorn heisst der. Das ist der grösste, den ihr seht, der so Giraffen-Look hat. Ja, das ist der Popcorn. Der hat eine Lama als Mutter. Wobei von der Charaktereigenschaft her ist nicht wirklich ein Lama, sondern er hat Power. Er hat immer Nase zu vorderst, ist sehr zutraulich, neugierig. Und hat so Rehaugen. Das finde ich so super. Die schauen einem ja an, wer wirklich, weiss ich nicht. Jetzt. Ganz treu. Und ja. Also so wie wir eigentlich. Ja. So wie wir Männer eigentlich auch immer schauen. Oder wenn dann dort Dolina schaut, die gerade nebenzu ist, die hellbraune, wie die dann ein Äugle hat, wie die dich anhimmelt, oder? Wenn jetzt das eine Frau wäre, du wärst gerade der verfallen, oder? Du gerade einziehen. Genau. Und da kommen wir schon zum Thema. Wir wollen heute die zwei Standbeine von Stefan beleuchten, wo ein bisschen speziell sind auf seinem Hof. Und zwar sind das eben die Alpakas und eben die Rüebli, die jetzt vom Simon gebracht werden. Und dann haben wir eigentlich gerade zuerst Zeit, noch in das Produkt Rüebli auch zu schauen. Also wie bist du auf die Sorte gekommen? Du hast vorher schon ein bisschen erzählt, warum als du Rüebli toll findest. Die haben dich schon immer ein bisschen begleitet. Aber wie bist du jetzt, wie ist die Geschichte eigentlich dahinter? Wie bist du zu diesen Sorten gekommen, zu diesen verschiedenen? Dadurch, dass ich eigentlich eine kleine Kundschaft habe, eine Hofladenkundschaft habe, die muss sich irgendwie ein bisschen abheben von der Masse. Da habe ich dann ein bisschen umgeschaut, was gibt es denn da noch auf dem Markt, außer die Orangen. Man hat etwa mal etwas gehört oder mal irgendwo etwas gesehen. Habe mich dann auch mal mit dem Somenhändler ein bisschen abgesprochen, was bei uns etwa möglich ist. Und dann habe ich einmal andere Farben probiert und da ist immer wieder etwas mehr dazugekommen. Und hat mir dann wirklich Spass gemacht, die Vielfalt, wenn zum Beispiel orange Rüebli, gelbe Rüebli, weiße Rüebli und dunkelrote Rüebli, die auch kannst zusammen kochen. Das gibt dann so ein schönes Durcheinander. Schön, auf dem Teller auch und so, ist sehr dekorativ und das ist bei den Leuten gut angekommen. Und so habe ich immer wieder geschaut, was hat es noch Schlaues rum von der Farbe von Rüebli, die bei uns auch kannst kultivieren, wo passt, wo passt und so. Und schmacklich gut ist. Und es ist immer wieder etwas dazugekommen. Aber hier, jetzt haben wir. Hey, danke, Simi. Ja. Super gemacht. Sprinter, schnauft ein bisschen. Hier sind die Rüebli. Simi, du komm jetzt. Das ist, wenn man aussucht, welches Bier das man jetzt noch trinken will. Also, ich kenne ja nur orange Rüebli. Aber du darfst jetzt nicht ein Orange essen. Stecken gerade. Nein, ein Orange gebe ich weiter. Das können wir den Lamas führen. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nichts anderes als ein oranges Rüebli gegessen. Ja, also dann esse ich du mal. Ich nehme ein dunkles, komm. Ja, und auch ein dunkles Rüebli. Also schau, ich gebe den Rest weiter. Ich will Stefan, nur ein Eis. Du nimmst Eis. Stefan, willst du auch ein Eis reinbeissen? Ja, du kannst mir das geben. Da jetzt ja wieder das, was noch oben abgebrochen ist, hast du wieder keine Mühe gegeben. Ja, das ist, man muss nicht immer die Schönen zeigen. Komm, gib mir schnell. Willst du das probieren? Mir ist das egal. Also für die, die nur Podcast hören, wir haben jetzt hier verschiedene Rüebli in der Hand. Was hat das für einen Namen? Wie sagt man dem? Was ist das für eine Sorte? Also der Sortenname von dem ist Purple Elite. Ah. Das ist edel, außer Violett. Ist inner gel. Wenn man das so bricht. Ah nein, falsch. Das ist ein Deep Purple. Das ist eine Popgruppe. No? Smoke on the Water. Genau. Das ist Violett durchgefärbt. Ja, das ist schöner. Hat so einen randenähnlichen Geschmack. Das stimmt. Und das denke ich auch mit dem Farbstoff zusammen. Und auch, da, wo der Simon jetzt ist, das ist einfach gar kein Rüebli. Vielleicht hat er es schon gemerkt. Man schmeckt nur sehr, sehr entfernt nach Rüebli. Eben, ja, weil es ist auch kein Rüebli, das ist ein Pastinaken. Ah, ja. Jetzt hat er noch das Falsche geholt. Ja, das ist gut, da haben wir das ganze Spektrum beleuchtet. Das spielt gar keine Rolle. Pastinaken ist überall zu Gemüse. Das ist nichts Neumodisches. Sondern, aber schau mal, da haben die vorne. Das ist einfach wieder ein die Alpakas.
Stefan. Die haben nur... Die haben nur schau mal, was das für eine Sache hat, bis das, das Rüebli... Ja, die haben nicht oben und unten Zähne. Das, die nicht, die, das ist kein Ross. Das ist kein Ross. Das ist, wie eine Kuh. Das ist wie eine Kuh. Also nimm jetzt ein bisschen. Was macht jetzt raus? Du musst seitwärts durch, glaube ich. Oh, jetzt kommt schon das Nächste. Achtung, oh, das ist ein kleiner Föss. Schau, das macht das Bett. Nein. Also für die, die den Podcast hören, das Geraschel und Gehupe im Hintergrund, das wären dann eben die Alpakas. Das liegt nicht an unserer Soundqualität. Nein, also die Soundqualität sollte diesmal auch besser sein. Wir haben hier die Kopfhörer drin, die ganze Zeit rausgehen. Also Pastinaken ist also auch... Hat ein bisschen so eine... Wie sehen wir denn? Nein, Schärfe. Ich bin begeistert. Also wir essen noch ein bisschen weiter. Darf ich das dahinter? Da verstecke ich kein Salzpack. Nein. Komm. Gute. Und Milde Zweifelwerbung. Das ist noch ein bisschen, jetzt, wenn wir über die Geschichte von diesen Rüebli, ist das für dich noch wichtig irgendwie, wo die herkommen oder so? Oder wie kommt man denn zu so einem Rüebli? Also wie das ist ja nicht Setzling, das ist ja Somen, oder? Ja, das ist Somen. Mhm. Das ist manchmal noch ein bisschen herausfordernd, weil eben. Der Somen kommt von verschiedenen Orten her. Die haben auch nicht alle die gleiche Infrastruktur, um den Somen vorzubereiten. Manchmal ist das ganz eine mühsame Sache, um den Säen, das ist vielleicht ganz fein und dann ersetzt er bei der Säenmaschine durch die Scheiben, durch die Löcher durch, weil der so fein ist. Oder du kannst ihn nicht vereinzeln auf der Säenscheibe. Das ist ein Einzelkorn-Säenmaschine, wo man das sagt. Und nachher kommen die jetzt dick oder eine andere Sorte kommt vielleicht zu dünn. Ist auch ein bisschen herausfordernd. Die haben unterschiedliche Kulturzeiten. Das habe ich ein bisschen herausfinden, wie die Kulturzeiten sind. Mhm. Damit ich die eigentlich bei der Ernte, dass ich einmal bei der schnellsten kann anfangen kann ernten und dann immer die nächsten nachkommen. So herstellen die schon Kulturzeiten an. Aber die Kulturzeiten 100 Tage oder 120 Tage. Das bezieht sich nicht auf den gleichen Anbaustandort. Der eine ist vielleicht in Mitteleuropa und der andere ist in Australien. Und noch ist das nicht korrespondierbar miteinander. Oder? Und das macht es ja auch noch spannend. Oder? Es ist immer wieder eine Herausforderung, wo du ein bisschen pröbeln kannst. Und das dünkt mir auch noch interessant. Weißt? Das glaube ich. Es ist in 0815. Jetzt sind wir doch gerade ein bisschen in der Bauerngeschichte drin und das Simis schaut so ein bisschen ungläubig rüber. Aber wie ist jetzt... Ja, hast du jetzt noch eine Frage? Durch den Kopf, ja, von wegen Rüebli. Wie ist jetzt das... Also wenn ich in den Laden gehe, dann haben wir immer so steckengerade Rüebli. Ja. Wachsen die alle so? Oder musst du noch sortieren und schiessen die Hälfte fort? Also das ist schon so gewachsen, aber dort hat es halt noch andere drin, die nicht so aussehen. Eben, ja. Und die triffst du nicht mehr an. Genau, wo kommen die eigentlich an? Die sehe ich nämlich nie. Also in meinem Fall, die ich beim Sortieren rauslese, die gehen alle in den Futterkanal rein, entweder für die Rosse oder den Kündler. Die kann ich verkaufen, alle zusammen. Da landet nichts im Feld draussen. Mhm. Im Notfall habe ich noch einen Bauer, den ich dann noch geben kann. Wenn es jetzt so, wenn es in allen Fällen noch ein bisschen angefüllt hat, die ich nicht verkaufen kann, dann kommen die noch bei einem Bauer Kühe über. Aber... Ja, das ist ja schon schwierig, oder? Weil der Anspruch des Konsumenten ist ja immer auch das eine, ist der Anspruch. Und das andere ist das, was man eigentlich gerne hat, auch für alles, wo man auch Food Waste, wo man immer redet, oder? Ja. Wäre ja eigentlich richtig, sollte man eigentlich einfach die Kalorien brauchen und nicht nur das Auge da aussuchen. Und das ist ja eigentlich das, was wir heute damit kämpfen in der Landwirtschaft, dass einerseits ökologisch sein und andererseits ist es einfach nicht ökologisch, wenn man Zeug fortschießt, das gewachsen ist. Und dann nicht so ausgesehen, wie es set, oder? Ja. Fürs Auge. Dabei ist das genau gleich Nahrung. Also ein Stück weit ist das natürlich auch immer ein Problem. Der Grossverteiler sagt, der Konsument will das so. Und wenn der Konsument wieder fragt, dann sagt er, ja, nein, ich könnte dann noch mit einem kleinen Krümmerlöbli leben oder so. Und wenn man das über den Hofladen absetzt, sieht man eigentlich, dass die Qualitätsansprüche nicht gleich sind, auch von der Kaliber her. Es hat nicht jeder ein Rüebli, das maximal 200 Gramm hat, das er will. Oder? Ein Teil hat Freude, wenn sie grössere Rüebli haben. Die wollen nicht Schwänzchen rüsten, wo jedes Mal noch ein Stück feine Nadel fehlt, wenn man rüsten durchpasst. Das ist doch so. Oder? Und das ist nicht unbedingt nur der Konsument, sondern für einen Grossverteiler ist das einfach viel einfacher, wenn er sagen kann, das ist Qualitätsnorm, so wollen wir es haben. Und dann müssen die auch nicht irgendwie Personal oder einen Wareneingang haben, wo das kann beurteilen, ob jetzt das gleich noch gut ist, auch wenn das nicht so aussieht. Das ist eigentlich schon ein Problem von der Marktmacht von unseren Grossverteiler, die wir haben. Und jeder, der direkt vermarktet, entweder über einen Hofladen oder
oder einen Wochenmarkt oder so, dann merkt, wenn du mit dem Konsument direkt schwätzen kann als Produzent, der kann ganz viele Produkte verkaufen, die qualitativ absolut gut sind, wo einfach äußerlich ein bisschen anders sind. Aber das spielt gar keine Rolle. Am Schluss ist es eine Kalorie. Ja, und das am Schluss wir, ist es ja. So. Ja. Ja, ja. Oder auch ein Kabiskopf, der einfach in einer Norm sein muss. Ja, es ist auch jede Familie ist ja nicht in einer Norm. Ja. Es gibt kleine Familien, es gibt grosse Familien, es gibt deren, die Vorliebe für ein Gemüse haben oder für ein anderes Gemüse haben, oder es viel mehr oder viel weniger brauchen. Und das wäre ja das sinnvoll, wenn man dort auch die verschiedenen Kaliber, die absolut qualitative Drohnen sind, so kann absetzen. Das ist ein bisschen ein Wohlstandsproblem, das wir haben. Ja, ja. Ich weiss jetzt, dass bei dir, wenn wir es im Praktischen noch anschauen, also ich habe gesehen, du hast hier ganz viele Kühlanlagen. Und wie läuft das bei dir so ab? Also, wenn werden die Rüebli, weißt du, es hat ja Leute, die jetzt den Podcast vielleicht hören, ja, die nicht von der Landwirtschaft kommen. Wie läuft das ab, einfach so kurz, eine Rüebli-Produktion, bis es verkauft wird? Also ja, wenn sagst du Rüebli, wenn ernst du, also wie lange geht das? Und nachher, wenn es ernst ist, wie lange geht es, bis die meisten verkauft sind? Also weißt du, so die Spanne? Also einerseits mache ich einen Anbau relativ zeitig im Frühling, wo ich den aussehe. Das sind dann aber nicht so grosse Flächen. Das ist einfach, dass ich dann im Laufe des Sommers, irgendwie Ende Juli, Anfang Mitte August, kann anfangen zu ernten, dass ich neue Erntedürüble habe. Mhm. Das ist dann häufig auch in hohen Temperaturen, wo man die muss ernten und so. Die sind nicht so lange haltbar. Die kann vielleicht einen Monat behalten oder so. Da schaue ich, dass ich eine Sortenstaffel habe. Ich tue verschiedene Sorten aussehen, die etwas schneller sind oder etwas langsamer sind im Wachstum, damit ich schnell mal anfangen kann ernten, aber nicht zu lange von deiner Hand, damit ich immer wieder frische kann ernten. Also und die nehme ich sofort heim, die müssen ins Kühllager rein, eben, damit die haltbar sind. Also sie müssen möglichst schnell kalt sein. Also die kühle ich auf 0 Grad runterkühlen, dann ist eine Haltbarkeit vom Rüebli ungewaschen in den Balloxen innen, so wie wir es vom Feld heilnehmen, eigentlich optimal. Wie lange denn haltbar, wenn es dann bei 0 Grad ist? Also wenn man es im Sommer ernten, dann kann man das auch 2, 3, 4 Monate behalten, wenn die okay. Rüebli gesund heimkommen. Wenn ich dann eine spätere Aussaat habe, wo ich vielleicht auch noch ein bisschen andere Sorten mache, die besonders für die Lager geeignet sind, wo ich dann irgendwie Ende September oder im Oktober ernte, die kann man problemlos bis im Mai, Juni behalten. Wenn die im Kühllager drin sind, das hat eine Balance mit Einladebüttel, weil du musst rechnen. Und wichtig ist einfach, die müssen schnell kalt sein, damit die physiologisch eigentlich in einen Ruhezustand reinkommen und noch funktioniert das. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt haben wir den Faden schnell verloren. Ja, von lauter Rüebli. Ja, das ist so mäßig viel Rüebli. Wegen dem Ernten noch. Das nimmt mich noch Wunder. Ja. Wie werden die geerntet? Das ist ein Vollernter. Was heißt, erntest du die selber oder wird die maschinell von jemandem anderen geerntet? Oder wie ist das ein Lohn? Ich habe eine Maschine, die ich zumiete, die ich selber fahre damit. Das ist ein Klemmbandroder, nennt sich die Maschine. Die hat einen Schar, also ein Eisen, das unter den Rüebli den Boden anlüpft. Und dann hat es zwei Keilriemen, die die Rüebli am Kraut heben. Und die dann zum Boden ausziehen. Dann zieht die seitlich vom Traktor, läuft die Aufnahme von dieser Maschine. Und hinten hat es einen Köpfer, der das Kraut abreißt. Also die Rüebli haben eigentlich so wie eine Sollbruchstelle beim Kraut, wo am Rüeblikopf ist. Und dann sind die dort gerade am Kopf nach, reißt das Kraut ab. Und ist sauber und das ist eigentlich optimal für die Haltbarkeit. Also das ist dann auch das, was man daheim noch sieht? Das ist da, wo du daheim noch siehst. Ja, je nach Sorte lässt sich das eben gut köpfen oder weniger nicht gut köpfen. Das ist auch noch eine Sorteneigenschaft, dass dort noch ein Stummel von einem Zentimeter dran bleibt oder dass das gerade eben ist. Ja, aber das muss schön sein im Laden. Das ist kaufen die Leute natürlich nicht. Hey. Ja, aber eben, ja, aber bei dir ist jetzt ja, wie viel ja. Prozent setzt du? Du setzt von all deinen Rüebli, die du produzierst, wie viel privat ab und wie viel gehen in den Laden? Also du hast alles direkt von hier, entweder in den Laden oder zum Kunden und zum Grossverteiler geht bei dir jetzt nichts. Also der Grossverteiler geht zu mir nicht. Ich habe noch einen Abnehmer, der mir die Ware ab Feldrand, so wie das produziert ist. Jetzt können wir besuchen. Dort Mariso ist jetzt gerade reingekommen. Aha, der Simon hat die Tür aufgelassen. Und jetzt,
Schickt er ihn nicht raus. Jetzt ist er dann gleich noch auf der Kamera. Ja, ja, irgendeiner kommt er dann gleich noch drauf, er will oder nicht. Gut, er schneidet es noch, dann kann er sich auch irgendwie rausschneiden. Kommt dann einfach schnell in so einen Streifen, schwarz. Jawohl. Aber da tue ich vor allem Rüebli, die ich produziert, wenn ich irgendwie zwischen einem Drittel und der Hälfte tue ich selber daheim waschen und absetzen und der andere Teil der geht zu einem Waschbetrieb und dann die dort waschen, wo die in andere Kanäle reingehen. Ja. Super. Gut, dann haben wir, ich glaube, das war es mit der Rüebli für heute, aber da hat sich ja gerade das nächste Thema eigentlich aufgedrängt. Hast du jetzt einen Übergang gesehen? Ja, hey, wenn wir Wahnsinn, das so hätten wollen machen, ja, obwohl wir noch nicht so geübt sind, aber hey, das war jetzt stark. Yeah. Simon, ja, wartet schnell, da kommt unser Super, obwohl da brauchen wir eigentlich nur, wenn etwas lustig ist, aber das ist mein Lieblingsknopf. Ah, oh, nein, das ist noch der falsche Sinn. Ja, der hat aber Bass. Das ist auch gut. Ja, Item. Ich habe Item gesagt, das heisst, ich möchte jetzt etwas sagen. Entschuldigung. Nein, das nächste Thema hat sich ja aufgedrängt, das Alpaka, das da reingespaziert ist. Ja. Wie kommt man denn auf die Idee, so einen Alpaka überhaupt zu haben? Das ist jetzt nicht gerade das gängigste Tier zum Halten. Der Grund ist eigentlich meine Frau. Oder nicht nur eigentlich, das ist ganz klar meine Frau. Bei uns, ich bin der Pflanzenmensch. Und meine Frau, sie ist halt ganz klar der Tierfreund und Tierhalter. Sie hat immer irgendwelche Viecher gehabt. Früher hatte sie mal mit Gellenweihkühen, haben wir auch mal so eine Phase gehabt. Phase. Die haben wir dann wieder können abändern. Dann hat sie mal die Zeit Geisser gehabt. Und das war noch klar gewesen, weil ich habe gesagt, die Viecher, die du hast, musst du selber handeln können. Es kann nicht sein, dass du Viecher hast und mehr immer brauchst dazu. Also Geisser, tipptopp. Aber die Geissen, das sind halt manchmal ein blöde Viecher, die müssen dann das Futterstrittig machen, die müssen dann hornen miteinander. Die sind halt wie Geissen, sind die Geissen. Ja, ja, ja. Geissen sind zickig. Und, ja, die Zicke. Und dann mit dem Hard ist das auch so eine Geschichte, oder? Du kannst fast nicht einen Hard machen, der 100% geissensicher ist. Und weh, wenn sie draußen sind, was fressen sie? Genau das, was nicht deine Rüebli. Oder im Garten, Geraniumkistli oder irgendetwas. Dann nehmen sie nicht die wüsten Rüebli, sondern nein, die schönsten oder die schönsten Granium. Das ist klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich lerne, dass sie die Geissen gehabt und jedes Mal, wenn sie reinkommen, ist sie genervt. Das sind doch blöde Viecher, wieso müssen sie einander immer nehmen? Und so. Und ich sagte, wieso hast du überhaupt Geissen, wenn du dich nur nervst? Oder du musst ein Viecher haben, das dich nicht nervt. Schau jetzt mal, wenn die, das ist ja herrlich. Schau mal das an. Also ich finde es super. Ja, erzähl, Entschuldigung. Und dann hat es dort mal Wellen, ist eine Alpaka-Ausstellung in Ostern. Das ist immer nationale Alpaka-Schau. Und da sagte, ja komm, können wir doch schauen und so. Oder also gut, ich will erweichen, oder können wir schauen. Oh, schau mal, wie die herzig sind und so. Ja. Und dann haben wir mal gefragt, was die kosten. Ja, was kostet so ein Alpaka? Hoppla, dann ist der Schluck schon mal leer. He. Da ist die Zuchtschuhe, 5000 Stutz. Hoppla, du, ich glaube, das ist nicht für uns. Ich glaube, die Geissen sind besser, oder? Ja, was kostet ein Wallach? Ja, da müssen wir schon 1500 Franken rechnen. So, ey, aber einen kannst du nicht haben. Ich glaube, die Geissen ist besser, oder? Und dann hat sie zu Anfall Welle, ist sie mit jemandem ins Gespräch gekommen, der Alpaka auch ausgestellt hat. Und sie hat ihr das Problem geschildert, dass sie eigentlich Alpaka Freude hat daran, aber die viel zu teuer sind. Und er hat gesagt, ja, er hätte daheim drei alte Wallachen, die ihm nicht mehr in die Herde reinpassen, weil er jetzt auf Suri züchtet. Suri, das sind die haben so Bob Marley-Friesen. Ah, das sind die, aber so struppig sind oben drauf. Ja, und die haben ja längere Haare. Man hat auch, im Moment haben alle etwa gleich lange Haare, weil sie gleichzeitig die Schoren geworden sind. Ja. Aber die Suri, die haben dann längere Haare. Die kommen auch so wie Rastazöpfchen über mit der Zeit. Ja. Du siehst dort auch beim Popcorn. Der hat das auch ein bisschen. Ja. Oder der Sam, das ist der, der gerade hinten ist. Wenn der längere Haare hat, dort der Weisse, der wird dann auch so. Okay. Und dann hat sie die drei alten Herren wirklich günstig bekommen. Und das hat sie sich natürlich also Möglichkeit gehabt. Und da hat sie sich nicht lange lumpen lassen und hat die Chance gepackt. Und ich glaube, noch in der gleichen Woche hat sie die Geissen verkauft über die Tierwelt. Hat gerade die Geissen aufgeladen, die hat sie im Vorbeiwert können abladen. Und auf dem Heimwert hat sie die Alpakas aufgeladen und dann haben wir Alpakas gehabt. Und dann haben wir die Alpakas. Und jetzt,
bietet ihr ja Alpaka-Trekking an, oder? Aber von dem Moment, wo die Alpakas da waren, bis jetzt zu dem, wo sie wieder vermarktet und einsetzt, was sind das für Schritte dazwischen? Ja, dann sind halt einmal die drei gesehen und dann hat es gefühlt, ja, man könnte ja mit denen auch mal laufen und so. Dann ist sie auf der Leiter da unten oder man ist das zweite Mal da unten so. Aber ja, weiter nicht. Dann ist ein weiterer dazugekommen, dann ist dort mal einer dazugekommen, ja, der wäre auch eine Führung gesehen, dann müssen wir metzeln. Oh nein, da wäre doch noch einer für uns, oder? Den könnten wir doch auch noch nehmen. Und so ist die Herde dann ein bisschen gewachsen, dann ist dann mal eine Stute dazugekommen, wo eben auch dort nicht mehr gepasst hat. Die hat dann gerade noch ein Jungs bei Fuß gehabt, dann hat man die Stute wieder zugelassen. Und dann sind sie immer noch ein bisschen mehr geworden. Und dann hat sie mal eine Anfrage gehabt für eine Kindergeburtstag, ja, könnte man da laufen? Ja, ich muss noch ein bisschen üben mitnehmen und so. Und dann musst du zuerst mal schauen, ja, wo kommst du Hälfte über, so auf die Schnelle. Für die kleinen Köpfe. Ja, da kannst du ja nicht irgendwie von einer Fülle oder nein, halber Hälfte oder etwas haben. Sie halber haben eine andere Kopfform. Und so hat das so noch ein bisschen angefangen. Und dann hat sie den Bleistift bekommen. Dran ist aber nie wirklich zu laufen gekommen. Das ist so ein bisschen im Bekanntenkreis innen mal, ja, alle zwei Monate mal ein ist ein paar hier laufen. Und dann haben wir dann von der ja, irgendwie, wenn das ein bisschen laufen kann, müssen wir das anders publik machen. Haben wir eine Homepage gemacht, lassen machen. Die ist dann, ja, das ist gegangen, die ist meistens gut rausgekommen. Hat gelernt für einen Anfang. Aber wenn wir gerade bei der Homepage ja. sind, jetzt kannst du schnell noch ein bisschen Werbung machen. Wie geht die Homepage? Also, es ist neuhof.ch, habe ich gemeint, gell? Ja, also zuerst hat die Alpaka-Neuhof geheißen, die ist auch heute noch aktiv, die ja. Adresse. Haben wir jetzt aber umgemünzt. Mittlerweile heisst sie Bauernhof Möhlin. Okay, ah ja, genau. Ist auf Instagram, genau. Bauernhof Möhlin ist auf Instagram. Jawohl, so. Genau, ist auf ja. Instagram unter Bauernhof Möhlin oder auch die Webseite. Ja. Die heisst auch so, findet ihr so. Wir haben Bauernhof noch, weil wir halt auch noch ein bisschen Linsen vermärtet drin haben. Man hat die Wolle vermärtet, hat man drin. Wir machen Bett-Duvet von der Wolle, von unseren eigenen Tieren, wo die Leute können sagen, wie viel Füllmenge das wollen. Und dann lässt man die machen nach Kundenwunsch. Und da kann man wirklich sagen, da sind die Haare von unseren Alpakas drin. Das ist schön. Ich habe so eine, die natürlich besonders war, weil ich weiß, von wem das die Wolle ist. Oder? Ja, die haben ja schließlich auch warme Tiere. Also dann muss es ja auch uns warm ja. gehen. Ja, also die sind absolut warm, die Wolle. Merke ich jetzt hier. Seit es noch ein bisschen älter ist, wir haben die vorletzte Woche haben wir so eine Beisenfaser gehabt und die Beisen hat so wie eine Sidian. Und die sind jede Nacht draußen geblieben, die haben wirklich am exponiertesten Ecken, wahrscheinlich weil sie dort die beste Übersicht haben, haben sie sich zu oben, wenn es dämmert hat, haben sie sich eingerichtet, all zusammen irgendwie auf 20 Quadratmeter, Vögel gegen den Wind. Und dort sind sie geladen, über Nacht. Und wenn es über Nacht geschneit hat, haben sie morgen Schnee auf dem Rücken gehabt. Dann haben sie den halben Morgen noch mit umgedreht. Aber das hat die überhaupt nicht gejuckt. Die haben so eine dichte Unterwolle. Und der Chor, der das Wasser nicht reinlässt, das macht denen nichts. Ah, das ist eigentlich gerade noch eine gute Überleitung, Simon. Also nein, einfach, weißt du, wo die Alpakas herkommen? Weil, oder, das ist jetzt noch etwas, was ich letztes Mal vergessen habe zu sagen und heute bei der Einleitung wieder vergessen habe. Wir sind ja eigentlich ein Zweierteam, das jetzt am das Ofenbänkchen macht. Ja, yeah. Genau. Ich bin wieder übergangen worden. Du bist übergangen worden und das ist eigentlich ganz gemein, weil das macht jetzt bei mir gerade so. Das können wir jetzt schnell einstreuen. Und der Simon ist eigentlich so unser Gewissen außen an der Landwirtschaft. Er ist ein bisschen jünger als mir, minim. Nicht so viel. Und er soll ein bisschen die Fragen stellen, die halt, wenn zwei Bauern miteinander diskutieren, die haben das jetzt vielleicht auch ein bisschen gemerkt, wir fangen dann miteinander ein bisschen auf ein Fachsimple und er ja, stellt dann die Fragen nebenan. Er ist eigentlich ein bisschen euch ein Ohr für die da aussen, die nicht von der Landwirtschaft kommen. Ihr könnt das auch eure Fragen transportieren, wenn ihr dann habt. Genau, die könnt eigentlich okay. Simon direkt schreiben. Ja, direkt. Nein, wir können in den Kommentaren. Dort einen Kommentar. Und der Simon ist eigentlich auch ein Sprachrohr. Und Simon ist Zimmermann, wohnt im gleichen Dorf wie ich. Und wir haben schon viel zusammen geschwätzt. Ah, jetzt fest. Aber ja, ich bin dort aufgewacht. Bist du das aufgewacht? Das lernt. Ja. Und er ist euch, ein, das habe ich es etwa viermal gesagt, euch ein Sprachrohr. Hier aufs Ofenbänkchen. Genau. Und mir drängt sich aber noch eine andere Frage auf. Die hast du vielleicht nicht nur von Laien, wenn wir da so in Schlagdistanz sitzen.
Wie gross ist das Risiko, dass einem so ein Tier anspuckt? Also jetzt, wenn wir hier sind, das ist null Risiko, dass da irgendetwas passiert. Die Spuckerei, das ist ganz klar. Das machen sie aber auch. Das machen sie, die spucken. Aber das ist zum Konfliktbewältigen untereinander für Härtenordnung. Oder? Die haben ein sehr starkes Sozialverhalten. Wie auf dem Fußballplatz eigentlich. Sozusagen, dort wird die Hierarchie auch durch Spucken definiert. Ja, genau. Ja, so ungefähr. Oder? Aber die sind nachher wieder Kollegen. Oder? Und es gibt keine Staatsaffäre. Das ist überhaupt kein Problem. Oder? Und da musst du einfach schauen, wenn zwei miteinander Konflikt haben und umschmeißen, dass du nicht irgendwie ins Kreuzfeuer kommst oder? Und in der Schusslinie stehst. Oder? Aber bist du schon mal angespeut worden? Also, die Stute, die wir haben, Zülli heisst da die Dame, die ist schon auch ein bisschen zickig. Und zum Beispiel Zehennägel schneiden, das ist auch etwas, was wir ab und zu machen, so 3-4 Mal im Jahr. Das hat sie gar nicht gern. Und dann fängt sie ja umspeuzen. Oh. Und das ist dann wirklich nicht so wahrnehmen. Oder Scheren, das hat sie noch weniger gern. Noch wird es dann richtig, jawohl. Also der erste Koder, der kommt, das ist noch so ein bisschen klarer, so wie das bei uns eben aussieht. Das ist so quasi der Warnschuss. Aber wenn es dann ernst wird. Dann machen sie so die Tiefen. So. Also wenn wir es durch die Nase ziehen. Was ist denn das Magensäure? Oder was da jetzt, sie haben dann Panseninhalt. Dass sie wieder können, Wildkühe auch. Die haben dann Panseninhalt aufwürfen. Und dann also fliegt dann das zu reden, oder? Also wenn das, was im Pansen drin ist, halb so grusig stinkt wie der Pansen selber. Ich mag mich erinnern, bei uns daheim ist der Hund immer mit Schlachtabfällen unter anderem gefüttert worden. Und so als Kind kann ich mich an eine Szene erinnern, wo draussen auf dem Spaltstock also ein schuppiges Irgendwas gelegen ist, wo durch das ganze Haus gestunken hat. Und ich habe dann meine Mutter gefragt, was denn das ist. Und sie hat gesagt, das ist ein Panzer, der kommt jetzt der Hund über. Also ich bin dann doch stark irritiert, dass der Hund das so genussvoll verzehrt hat. Also etwas so ähnlich schmeckt das. Okay. Und wenn du eine Ladung drin überkommst, dann hast du einfach nur eine Möglichkeit. Und das heisst, gut duschen. Ja. Sonst bringst du den Geschmack nicht mehr weg. Dann hast du noch der ist in der Nase drin, bis unter der Dusche gesehen bist. Ich wusste, das ist ein schönes Andenken. Ja, ja. Und wenn wir schon so ein bisschen bei den heiteren Geschichten sind, habe ich auch gesehen, das hast du vorher beim Intro, wenn es den Seminar nicht rausschneidet, er schneidet das Intro ja so zu Weg, dass es zu deinen Bildern passt. Aber hast du gesagt, die machen auch so Fotoshooting? Jawohl. Und das ist jetzt nicht irgendwie, aber da habe ich ein bisschen grinsen, als ich das gesehen habe, weil ich gedacht habe, ja, also wenn ich jetzt würde heiraten, dann werde ich mich jetzt nicht unbedingt mit einem Alpaka auf meinem Hochzeitsfoto, also das ist einfach mein Geschmack und mir nimmt einfach die Wunder, machen das die Leute tatsächlich und wie läuft denn das so ab? Also letzten Herbst oder Spätsommer sind wir auch in Baden oben gesehen, haben wir zwei mitgenommen, den Samuch und den Marisa, haben mit dürfen. Und die haben dort eine Hochzeit gehabt, das ist in einem ehemaligen Gewerbeareal, wo jetzt als Event-Location genutzt wird. Und dann hat einfach dort das Brutpaar mit den Alpakas zusammen hat dort Fotos gemacht. Okay. Und das war der Wunsch von der Brut. Und die Brutmutter hat das so arrangiert. Und es ist ja gut, aber das war der Wunsch von ihnen, die es getan haben. Oder vor zwei Jahren war es ein Brutpaar auch. Gewesen. Die haben es riechen und haben die geheiratet im Wenkhof. Das ist dort, ich meinte, dass sie die alte Herrschaftsleidenschaft mal gesehen. Ist dort viel genutzt für so Anlässe und so. Und da sind sie auch mit zwei oder drei, meine Frau und der Kollegin, sind sie da runtergegangen und haben dann dort beim Apero zu, haben sie mit den Alpakas gefüttert. Und so, ja. Das begreife ich ein bisschen, weil wenn man sie so anschaut, haben sie ja schon so eine freundliche Aura, das stimmt. Dann kann man es vorstellen, aber ich würde jetzt halt, Simi, du ja, also ich weiß ja nicht, aber das wäre jetzt... Ich weiss, vielleicht bin ich ja entfacht, ja, der Tag heute meine Liebe für Alpakas. Also dann machst du, ich würde es dir auf jeden Fall auf die Hochzeit schenken. Ja, okay. Sicher, ja, auf jeden Fall. Also ich wüsste den Ort, wo man das machen könnte. Das ist gut, ich kann mir sie nachher aufschreiben. Aber ihr habt vorher noch eine Frage von mir ausgeklammert. Wo kommen die Alpakas her, Simon? Hast du recherchiert? Ja, aus Südamerika, meinte ich. Und Stefan, du kontrollierst? Ja, das stimmt. Ja. Aus welchem Kanton, aus welchem Land? Keine Ahnung, ich sage jetzt Peru. Ja, Peru oder auch Bolivien. Peru ist wirklich bekannt. Da gibt es ja den sogenannten Rainbow Mountain.
Das ist da die Influencer über Instagram und so ist da wahnsinnig das bekannt worden. Hat der richtige Herangehen auf der Rainbow Mountain. Das ist eine Region, wo die Alpakas noch von den Uriwohnern, oder Uriwohner ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich gesagt, also, aber von der lokalen Bevölkerung gehalten werden als Nutztier. Ja. Wo dort dann mit den Lamas als Lastentier anbieten. Das ist eigentlich der Nutzen vom Lama, Lastentier und Fleischlieferant. Und die Alpakas sind der Wolllieferant. Okay, das sind Warmei. Ja. Also die Alpakas sind eigentlich die südamerikanischen Schafe und die Lamas die südamerikanischen Ross. Oder Esel. Also vom oder Esel. Ja, das ist noch spannend. Vom Nutzen her. Ja, von den Nutzen so her oder? So, oder? Die hören in die Welt der Kameliden, also Kamel. Ja. Es hat eigentlich auch, die Verwandtschaft ist dort bei den Füßen einfach kennbar. Das sind Schwellenfüßler, die haben keine Klauen, die haben so Ballen, so Lederballen mit Zechennägeln, die machen auch keinen Landschaden. Also jetzt beim nassen Wetter, wenn die 100 Mal am gleichen Ort durchlaufen, da gibt es keinen Sumpf. Das ist auch ein Vorteil, der wahrscheinlich hier bei uns häufig auch genutzt wird. Im Berggebiet oder irgendwie ein Börtchen zum Abgrasen, wo dann da nicht alles vertrampelt ist. Abgetrampelt wird. Also ich schaue jetzt mal auf unsere Uhr und der Videopodcast war ja letztes Mal ein bisschen lang gewesen. Für das wollen wir uns entschuldigen, für die, die so lange haben wir schauen und nicht ins Bett sein können. Ausdehnte Qualen. Genau. Heute wird das 40 Minuten sein. Darum kommen wir schon langsam Richtung Ende. Der Videopodcast geht immer etwa 40 Minuten in Zukunft und dann geht der Audiopodcast oder auf Spotify und auf iTunes Podcast können schauen. Hören. Entschuldigung. Könnt ihr dann dort noch ein bisschen weiter hören, dann diskutieren wir noch ein bisschen weiter. Da gibt es dann auch heute noch die Rubrik, warum bist du Bauer und warum findest du den Beruf so wahnsinnig toll und schön. Also das kommt dann noch im zweiten Teil, nachdem wir das Video abgeklemmt haben. Weil jetzt kommen wir noch zum zu der letzten Rubrik, die wir haben. Und zwar ist das unsere Playlist. Die Ofenbänkli-Playlist. Genau, die könnt ihr auch auf Spotify schauen. Dort tut eigentlich jedes Mal, wenn wir neu auf dem Hof sind, kann der Bauer zwei Songs rein tun. Die zwei Songs, sie ist einerseits einer ist der Song, wo er, wenn er auf dem Traktor oben nur noch einen Song dürfte hören, immer wenn er drauf hockt, wählen wäre das, was er würde hören. Und der zweite ist eigentlich einfach sein aktueller Lieblingssong oder der, wo er jetzt gerade in den Sinn kommt, wenn er jetzt gerade das Lied muss sagen. Die tun wir auf die Playlist drauf und dann könnt ihr immer ein bisschen schauen, welche Gäste, also die Gäste tun wir nicht beschriften, aber die sehen halt einfach dann, was für Lieder als drauf sind und was die Leute, die wir hier bei uns begrüßen, alles für einen Musikgeschmack haben. Simi und ich tun natürlich auch jeweils noch irgendeinen Song drauf, einfach weil, was für Stimmung wir dann gerade haben. Ja. Genau, aktuell und, von Tagesform abhängig. Genau, das ist deine Rubrik, sage ich jetzt heute mal. Du darfst jetzt mit Stefan... Also, ja. Genau, Stefan, ja. Fangen wir doch an mit dem All-Time-Favorite. So das Lied, das du für immer würdest hören, wenn du müsstest. Was wäre denn das für ein? Also es gibt noch ganz viele Lieder, die ich ganz toll finde. Die sind alle nicht aus dem aktuellen Jahrzehnt. Ich bin eigentlich auf Oldschool-Musik. Und für den Fall jetzt habe ich ausgewählt «Run to the Hills» von Iron Maiden. Da macht man nichts falsch. Rein. Das finde ich auch nicht. Also das ist super, das ist so schön. Das hat so einen Galopp drauf. Das ist ja. Und irgendwie ist das ein bisschen sinngemäß. Das Lied das handelt eigentlich von der Indianerverfolgung, die in die Berge hinaufflüchten. Vor den Cowboys. Vor den Cowboys, oder ja, vor der blauen Kavallerie. Ja, genau. Ja. Und, so, und das ist so ein bisschen sinngemäß, wie uns das auch ein bisschen in unserer Zeit geht. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen springen, wir springen davon von etwas, wir werden verfolgt, ob jetzt das von wirtschaftlichem Druck ist, ob das von der Gesetzgebung ist, ob das vom gesellschaftlichen Druck ist und so. Aber irgendwie, man kann nicht flüchten davor, oder? Irgendeiner holt es gleich wieder ein. Und das ist so ein bisschen Druck noch dazu. Das ist fast noch philosophisch gesehen. Ja, ja, hey, da haben wir noch ein bisschen tief gegangen in unserer Sendung. Das finde ich wirklich gut, Stefan. Das ist jetzt nicht 50, du darfst auch eine philosophieren, oder? Du musst einfach noch ein bisschen warten. Ich philosophiere heute nicht. Also schaffst du beim zweiten Lied auch noch so eine philosophische Beschreibung? Das ist der aktuelle, der aktuelle, ja. So ein bisschen. Ja, der aktuelle, der ist eigentlich nur ein alter, oder? Der ist fast so alt wie ich.
Das ist in the year 2525. Das war ein One-Hit-Wonder. Die Gruppe die hat nie mehr ein Lied irgendwo vorne in die Hitparade reingebracht. Aber seit 50 Jahren hört man das Lied. Und das geht dort ein bisschen darum, um Beeinflussung von der Gesellschaft. Es gibt dort auch mal eine Sequenz, wo dann quasi die Menschheit muss gar nicht mehr denken, sondern sie kommt jeden Morgen Pillen über, wo dann der Mensch macht, was sie selber machen und so. Eigentlich die Fremdbeeinflussung vom Menschen, oder? Wo vor 50 Jahren offenbar für die Interpreten schon ein Thema war. Und wenn man da die Entwicklung von der letzten Zeit anschaut, also dann läuft man voll in dem Schema rein. Eben das von der Vergangenheit, die ganze NSA-Affären sind, ob da ist, wo in den USA in den letzten 4 Jahren abgegangen ist, über die sozialen Medien oder jetzt die Geschichte wieder mit Impfungen, Corona, was das alles könnte beeinflussen. Das ist immer noch ein Thema, das stimmt. Mhm. Aber das ist ja viel nicht spezialisiert. Wir haben es einfach zum schnell festhalten, wir haben es 40 Minuten geschafft ohne Corona, oder? Ja, das ist eigentlich gar. Warte, das geht noch schnell. Zuerst einen Applaus und dann geht es noch schnell meine Lieblingsfunktion. Einfach, dass es da gut, und aber das finde ich super, weil das spricht schon ein bisschen das, was man immer wieder sieht, wenn so Lieder von früher kommen, dann behandeln die Geschichten von denen, aber die sind alle übertragbar auf unsere Zeit, also andere. Es ist in dem Sinn auch, es wiederholt sich halt vieles wieder und wir lernen halt nicht immer aus unseren Fehlern und manchmal lernen wir. Das ist wieder Trend zu Hosen bei Frauen mit hochem Bund, auch der kommt immer wieder. Ja, und Schlaghosen werden in 10 Jahren auch wieder drin sein. Es wiederholt sich alles. Also die mit dem hochen Bund, du kannst die jetzt richtig verrennen. Jetzt ich würde gar nicht weiter über das diskutieren. Ich habe nicht gewertet. Das ist gut. Das war nur eine Feststellung. Also ich sehe darauf, wenn es einfach so Simi hinter der Kamera hat so ein bisschen die Augen vertreibt. Also nach dem Motto, nicht das Thema. Okay, und wenn ich jetzt das mein Feld ist. Ja genau, wenn ich jetzt da drauf schaue, sind wir super in der Zeit und haben gerade irgendwie das so angebracht, dass es bei 41 Minuten videotechnisch irgendwie Sinn macht, um hier auch einen Strich drunter zu ziehen. Das wäre es eigentlich machen. Videotechnisch gesehen für heute. Es gibt noch ein, zwei Rubriken, wo wir mit dem Stefan darüber diskutieren. Wenn ihr das gerne weiter schauen oder beziehungsweise weiter hören wollt, das sage ich jedes Mal, das ist einfach so drin. Dann schaltet jetzt um und geht auf iTunes Podcast oder auf Spotify. Und wir haben das draufgebracht, da sind wir stolz drauf. Ja, da sind wir schon zufrieden. Also du hast es gemacht. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dir. Danke. Also, und mit dem sage ich dir ganz vielen Dank, Stefan, dass wir heute hier sein durften. Das hat uns sehr gefreut. Das war so auch uns das erste Mal gewesen, auswärts auf diesem Bänkchen. Sehr angenehm gewesen für das erste Mal. Well, herzlichen Dank. Ich glaube, der Rücken kommt jetzt gerade da mit der nächsten Trekkinggruppe retour. Von dem her ist gerade Zeit, dass wir hier aufhören. Es hat gepasst und so. Und ganz herzlichen Dank. Ist der Blausch. Super. Gerne wieder einmal. Also, für euch, wie gesagt, tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal wieder einschalten. Ich weiss nicht woher, aber ihr werdet das dann schon sehen. Macht's gut und tschüss. Tschüss zusammen.